Mach dir keine Sorgen, Schatz. Uns wird schon nichts geschehen. Die Armee ist doch da, um das Volk zu beschützen. Sieht das hier etwa nach Beschützen aus? Diese Pseudo-Autoritären. Was? Oh Mann. Diese Pseudo-Auto-Autoritären Scharlatane. Okay. Ich will verdammt nochmal raus. Hier raus. Ihr schmeißt einfach irgendwelche Wörter in den Raum, wo du denkst, die wären klug, um das Spiel kluger wirken zu lassen oder so. Ja, das. Dort, 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 dort. No, Mann, ey. Armeestützpunkt. Hey, was soll der Mist denn? Warum trage ich noch ein Hemd im Facet, obwohl ich eigentlich oberkörpernackt bin? Und warum macht ihr so SM-Spielchen mit mir? Wozu habt ihr mich hingebracht? Und gebt mir verdammt nochmal meine Klamotten wieder. Los du doch mal auf dem Facet an. Hey! Und warum macht der Typ da einen Stepptanz da, der eine so sagt? Jetzt mal immer mit der Ruhe, Kleiner. Auch zu viele Frauen. Verdammt nochmal. Zu viele Frauen. Das ist also der Junge. Ich habe schwer seine Stimme gewechselt, glaube ich. Geiles Bild. Okay, das Artwork von Janis ist ganz okay, aber der Hintergrund ist irgendwie. Ich weiß nicht. Irgendwie. Ja, what the fuck? Wer sagt das jetzt? Janis oder was? Annabelle, wer ist das? Was wollt ihr von mir? Vor allen Dingen passt irgendwie das Bild von Jan überhaupt nicht zu seinem Faceset, glaube ich. Das ist irgendwie, eigentlich hat er irgendwie so eine Cloud-Frisur oder so. Naja. Der Junge ist bereits seit geraumer Zeit Träger des Virus, Sir. Zwar an der Drückler dessen Wirken mit einem Serum, aber. Irgendwie war sie gerade was falsch. Er ist noch in guter Form. Diese alte Hexe mag verschrumpelt und müde sein, aber mit Tinkturen kennt sie sich wohl aus. Irgendwie lustig, wie Janis irgendwie wahrscheinlich irgendeinen Ausschlag und den Mund hat auf dem Bild. Wir werden sie für den Moment in Gewahrsam behalten. Ihre Fähigkeiten können uns durchaus auch weiterhin von Nutzen sein. Was? Redet ihr da etwa von Roswitha? Was habt ihr mit ihr gemacht, fiese Dreckskerle? Halt den Mund, Junge. Wir wollen euch nur helfen, also unterbrich mich gefälligst nicht. Ich werde erst die Struktur des Virus herausfinden müssen, bevor wir irgendetwas unternehmen können, Lady D'Angelo. Ich lasse euch freie Hand, mit derlei Wissenschaften kenne ich mich nicht aus. Aber seid ihr erfolgreich, König Lukas zählt auf uns. Was? Nehme ich nachher an auf Skype. Okay. Dann kann ich hier eben kurz machen. Du Konversationen. Alessandro, okay. Annehmen. Online auf Mobilgerät. Skype-Name Zock 133, okay. Gut. So. Verklickt. Scheiße. Da. So, das hat man schon. Ich weiß, und ich habe ihm versprochen, nicht ohne positive Ergebnisse zum Hof zurückzukehren. So scheiße geschrieben, Dialoge. Was wird hier gespielt? Was hat das mit dem König zu tun? Wer bist du, du? Was bist du? Wer bist du? Nah im Gesicht. Hä? Siehst du nur Drohnen oder was? Der Junge ist ein wenig stürmisch. Na, das wird ein Spaß. Ich habe ihn schon einmal ruhig gestellt. Ich kann es gerne wieder tun. Lass das mal meine Sorge sein. Ich weiß schon, was ich zu tun habe. Vielen Dank. Wir. Dot, 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 dot. Wir, mein Schatz. Sir. Sir. Und jetzt lass mich bitte allein. Ich werde direkt mit dem Testläufen beginnen. Gebt Befehl, wenn ihr irgendetwas benötigt. Nichts soll euch an eurer Arbeit hindern. Ich empfehle mich. Okay, Junge. Fangen wir an. Dort, 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 dort. Ja. Hallo Kraken. Oder Virus oder was auch immer. Plop. Okay. Oh nee, nicht wieder Klaus. Nicht schon wieder Klaus. Dort, 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 dort. Dort. Was geht da draußen bloß vor sich? Irgendetwas geschieht mit den Menschen. Sie zerstören sich gegenseitig. Sie töten, rauben, brandschatzen. Dieser Virus wird es schaffen, die Menschheit wieder an den Rand des Abgrunds zu führen, wie damals vor so langer Zeit. Er verwandelt unsere Welt in eine Hölle, einen Ort des Bösen, ohne Regeln oder Hoffnung. Ein Königreich der Anarchie.
Okay. Und mir als König sind erneut die Hände gebunden. Warum erneut? Warum? Also, warum muss es in Klaus sein? Schon wieder Armeestützpunkt. Oh, Vampire Song Musik. Nee, Unterwegs in Düsseldorf, das ist doch das. Das ist doch die Filmform vom Sanitarium, Sanitarium, oder? Glaube ich ja. Wie lange bist du denn noch an dieser Tür rumbasteln? Die kommst du nicht auf, David. Das hier ist die Armee. Es muss einfach einen Weg geben. Wir können nicht einfach tatenlos hier rumsitzen. Was können wir anderes tun, außer abwarten? Wir werden uns bestimmt gehen lassen, sobald sie erfahren, dass ihr mit diesem Virus nichts zu tun habt. Ja, Mann. Quatsch, gar nichts wird passieren, wenn wir unser Schicksal nicht selbst in die Hand nehmen. Du bist so komisch, seit wir in dieser Zelle sitzen, mein Schatz. Ist auch wirklich alles okay? Ich verstehe bloß nicht, wie du so gelassen bleiben kannst und diese Blume da anstarrst, die irgendwie keinen Blumentopf hat. Wer weiß, was da draußen vor sich geht. Mit dem Jungen? Zum Beispiel. Wer ist der Kleine denn überhaupt? Willst du mir nicht mal sagen, warum du solche große Angst um ihn hast? Er ist mein Freund, wahrscheinlich, keine Ahnung, bla, irgendein blödes Bullshit, wollte ich gerade labern. Psst, sei mir ganz still. Ich hasse Spiele, bei denen wir lesen müssen. Ja, dann guck's halt nicht. Fertig. Dat, dat, dat. Warum? Spiele hassen, bei denen du lesen musst. Das ist totaler Bullshit. Ich spiele solche Spiele halt. Ich muss mich gar nicht anschreiben, wo ich hier gerade im Stream bin. Ich kann das hören. Wow, voll migratieren hier. Oh oh. Es ist wirklich kaum zu fassen, dass das sich Ivan York jetzt hier ist. Der Großvezier seiner Majestät. Es muss das letzte was im Busch sein. Immer die mit ihrem was im Busch sein müssen. Oh mein Gott. Oh ja, andere Wache. Oh ja, draußen in den Wäldern sind so ein ganz seltsame Dinge vor sich gehen. Die Menschen tun Furchtbares. Was immer dieser Virus sein soll, von dem alle reden, sagen wir, macht mir die ganze Geschichte doch ein bisschen Angst. Diese beiden Idioten kommen ja wie gerufen. Sag mal, warum müsst ihr durch die abgesperrte Tür eigentlich die beiden? Da müssen die ja wirklich geschrien haben, damit er die hört. Was auch immer du jetzt vorhast, David, bitte sei vorsichtig. Ich schaue immer noch die Blume an. Ja, natürlich, lass uns mal ganz meine Sorge sein. Hey, hey, ihr da! Wollt ihr gratis Blowjobs? Nein. Wer ruft da? In dieser Zelle müssten zwei der Gefangenen sein, die Lady D'Angelo in Warmer festgenommen hat. Was wollt ihr, lumpiges Gesindel? Ihr lumpiges Gesindel! Ja. Best Beleidigung ever. Oh Mann. Du bist lustig. Okay, danke. Meine Freundin geht es sehr schlecht. Bitte ein Glas Wasser. Bitte ein Glas Wasser. Der Armen ist es schräg. Schrecklich, schwindelig. Ja, diese Rechtschreibung. Puh, was interessiert es uns? Ihr seid Gefangene der Armee. Ob es euch schwindelt oder ob es uns schwindelt oder nicht, muss unsere Sorge nicht sein. Lumpenpack. Ja. Bitte, ihr geht es wirklich elend. Erbarmt euch, habt ein Herz. Ja, das ist doch dumm. Wir haben Besseres über die Armee gehört. Wollt ihr diesen Eindruck schänden? Wollt ihr diesen Eindruck schänden? Ich kriege langsam zu viel bei diesen Dialogen. Gibt ja, haben doch etwas Wasser, wenn sie doch so elend ist. Nein, Anfänger, wir dürfen uns doch von diesen Teenagern nicht aus der Licht auf der Nase rumtanzen lassen. Ja, aber... Wenn die Gute nun stirbt, wird Lady D'Angelo auch bestimmt unheimlich sauer sein, nicht wahr? Werden die Dialoge immer schlechter, habe ich das Gefühl, dass wir bald am Ende des Spiels. Ja, schon, du hast recht, ich will ihren Zorn nicht noch einmal auf uns ziehen. Mit einer Leine. Ein kleines Gläschen Wasser werden wir aus der Küche bestimmt entbehren können.
Aber ist das hier. Warum rede ich auf einmal so komisch? Erst reden sie voll hier modern, jetzt reden sie auf einmal so voll mittelalterlich. Irgendwie. Naja. Hab Dank für den Herrn. Ich wusste, dass der Ruf des Volks nahen. Der Ruf des Volks nahen Soldaten. Das Volks nahen Soldaten. Keineswegs hast du Luft gegriffen ist. Die Armee tut, was sie kann. Das ist so dumm. Eben. Ein paar Minuten später. Ich kann leider diesen Dialekt nicht. Oh Mann, er ist einmal nach rechts und einmal nach links gelaufen wahrscheinlich. Ein Glas Wasser für die heute Maid. Haha. Wunderbar, mit riss ich schon alles. Behalt euch, öffnet die Tür, bevor es zu spät ist. Sei bloß vorsichtig. Was soll schon passieren? Als ob diese Halbstarke mich jetzt angreifen würde, das traut er sich doch gar nicht. Wir sind schließlich die Armee. Und wir sind Imba, weil wir die Armee sind wir Imba. Das macht ja auch so einen Sinn. Dort. Wow. Die haben komisch auf. Dumme Wache. Wer ist denn das jetzt? Komm, Junge, hol das Wasser. Aber mach keine Mätzchen. Warum ist da auf einmal dumme Wache? Plop. Bestimmt nicht. Ach, ich hab die Stimme nicht mal drauf. Egal. Was zum. Ein Gott. Ruark. Ja. Verdammt, ich habe dich gewarnt. Der Junge wird schon sehen, was er davon hat. Auf ihn! Jetzt geht's rund. Was war das jetzt? Rookie-Wache, los, fang an. Battle! Warum wurde ich nicht geheilt? Komm, fick dich, tötet alle so. Wir machen Hackfleisch aus dir, Junge. Mit euch werde ich schon fertig, Anfänger. Und tschüss. Ich habe keine Lust auf die Kämpfe. 64 EP, 24 Rubinen, Nachtkerze gefunden, Nachtkerze, schön. Wo zum Teufel hat dieser Bursche kämpfen gelernt? Sag mir, wo ihr den Jungen versteckt habt. Ha! Einen Dreck werden wir dir sagen. Du glaubst doch nicht etwa, so ein dahergelaufener Bengel wie du kann die königliche Armee zum Lachen halten. Hat er bestens funktioniert. Unverschämtheit, nimm das! Wie lange geht da nicht diese Katze hin schon? Boah, du bist gesprungen, du bist voll Imba. Was geht hier gerade ab? Ja. Voll Trottel. Och nein! Du bist der Beste, David. Kleiner als 3 oder so. Was haben wir jetzt vor? Scheiße, du bist eben gerade auch schon wieder so ruhig irgendwie. Komisch. Hast nichts zu was zu sagen zu den ganzen Dummheiten hier irgendwie. Ich werde vorsichtig die Lage ausspähen. Ja, das sagt man ja auch so. Warum baut er nicht gleich Smiles mit ein? Das sage ich nämlich auch, ey. Du solltest wohl in der Zelle bleiben und auf unsere beiden Anfänger Jagd geben. Und du bist auch sicher, dass die nicht demnächst wieder aufstehen? Ich werde mich beeilen und bin dann direkt wieder bei dir. Ist bloß nicht, dass sie da bloß nicht die Augen offen haben oder so. Ich muss uns nur einen Fluchtweg suchen. Hier ist alles voller Soldaten. Bitte beeil dich, David. Sorry, ich war gerade leicht abgelenkt vom schlimmsten Filmtrailer des Jahres. Echt? Oh Mann, das ist was verpasst gerade. Das werde ich. Falsche Stimme. Na egal. Sag mal, kann das nicht bald mal Ende sein, die Demo hier? Gameplay, okay. Das kommt ja wie gerufen, dass mir immer noch diese scheiß Stimme sagen, ey. Erstmal heilen, warum wurde ich nicht geheilt? Was ist für ein Balance denn hier? So, wo lang jetzt? Keine Ahnung, ich mal nach rechts. Armee-Stützpunkt. Hallo. Wachen, 3 auf einmal schaffe ich nicht. Doch. Besser, ich mache es nicht auf mich aufmerksam. Ey Junge, du hast 99 Farnkraut, 99 Höhlenmoos, 99 Pfennigfrüchte. Ja, oh, du bloß nicht, nö. Schaffst du bloß nicht. Ich darf das nicht mal looten, den Kram da. Ich wollte das Ding ist da untersuchen, das Bücherregal.
Das scheint eine Art Liste zu sein. Ich habe jetzt keine Zeit zum Lesen. Ich muss Janis finden.